Willkommen aus Barcelona, wo wir von LG hier Telefone gefunden haben, die Klapphandys sind mit Android und Touchscreen. Wieso gibt's das nicht in Deutschland? Ziemlich cool, Koreaner lieben sowas, habt ihr bestimmt von schon Samsung und von LG gesehen in den letzten Monaten, dass immer wieder darüber gesprochen wurde. Hier zum Beispiel noch eine Partnerschaft mit Torq und hier seht ihr diese schönen koreanischen Zeichen, die man vielleicht kennt oder vielleicht auch nicht kennt. So schreiben die Jungs ihre SMS da drüben und die Mädels natürlich auch. Und ja, hier haben wir zwei in der Hand, die sind ein bisschen unterschiedlich, nicht nur in der Farbe, also nicht nur schwarz und oder hier weiß, mintblau und dieses goldene ist der Unterschied, sondern bei beiden 3,5 Zoll Display, aber hier haben wir eine HVGA-Auflösung und hier haben wir eine HD-Display. Sonst, der einzige Unterschied noch ist, dass wir hier nur 4 GB drin haben und hier 8 GB internen Speicher, aber beide sind, glaube ich, erweiterbar. Sonst ansonsten seitlich, die sind, oder wenn wir sie beide vergleichen, ziemlich gleich, was die Tasten angeht, Micro-USB zum Aufladen angeht, auf der anderen Seite Kopfhöreranschluss angeht. Und die Kameras sind auch jeweils mit 8 Megapixel und VGA ausgestattet, also hier intern natürlich nur VGA und dann hier hinten 8 Megapixel, aber ohne Blitz. Finde ich sehr schade, aber wir sehen können ansonsten die Knöpfe auch nur unterschiedlich und wenn wir hier uns die Displays anschauen, auch mit HD hier nicht ganz so scharf wie es sein könnte und ich hätte schwören können, dass es hier eigentlich sogar schärfer ist. Aber ansonsten läuft hier Android drauf, wie man es kennt von den anderen Geräten von LG. Zurücktaste ist dann hier unten entsprechend. Und wir schauen gleich mal, welche Software. Hier ist die Schrift ein bisschen größer. 442 bei beiden und wir können jetzt bei beiden einfach Home drücken und auch die Kamera einfach mal kurz aufmachen. Hier die Kamera und ich denke mal, hier sollte es auch noch die Kamera sein. Nein, das ist dann die Galerie anscheinend. Und deswegen drücken wir jetzt einfach mal hier die Kamera. So, da war gerade mein Finger. So, also hier könnte ich jetzt bei beiden ein Foto machen. 8 Megapixel. Ich würde mir ziemlich beschwert vorkommen, mit so einem riesen Handy rumzulaufen, wenn ihr mich ganz ehrlich fragt. Wir drehen sie mal bei beiden um. Und dann seht ihr mich auf beiden in VGA-Qualität. Das ist gar nicht so schlecht. Zum Videotelefonieren kann ich mir das schon gut vorstellen. Jetzt mal eins auf die Seite legen und ein iPhone rausholen. Das 6er und einfach nur euch zeigen in der Größe, wie groß das tatsächlich ist. Wir haben hier ein iPhone 6 und hier ist dieses Klapp-Handy. Wie viel größer das ist? Fast doppelt so lang. Wenn ich das zuklappe, so schaut das dann ungefähr aus. Mit sowas laufen die Leute in Asien noch um. Macht bestimmt Spaß, könnte ich mir jetzt zwar schwer vorstellen, weil ich T9 hasse, aber bestimmt mit den koreanischen Schriftzeichen wird es gar nicht so schwer. Und ja, Preise kenne ich nicht. Das hier heißt Ice Cream Smart und das andere heißt Wine Smart. Ist zwar kein Weinrot oder so, aber das gibt es auch in so einem schwarz-goldenen Kombi. Das wird, glaube ich, dann beliebter sein. Und das war es entsprechend auch schon von den Hands-On mit dem LG Wine Smart und LG Ice Cream Smart Smartphones. 1700 mAh Akkus haben wir noch drin und auch sogar noch ein DMB-Radio. Vielen Dank, dass du geschaut hast. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unseren YouTube-Channel zu abonnieren und bis bald.